Also. Siehst du meine Leben? Ja, nimm nur eins. Das müsste eigentlich reichen dann, falls. Naja, da muss ich jetzt kein schlechtes Gefühl dabei haben. Das macht doch also nicht, der Rote ist fast komplett voll. Voll. Der Rote Hammerhead. Ist fast im Arsch. Ja. Ja, der Hammerhead ist down. Jetzt geht er in den Enrage-Modus, der andere. Ach ja, jetzt hätte er... Genau! Das hätte der auch nicht vorher schon machen können. Ich brauch Leben. Just get us close. I'll take care of the rest. Lol, okay. Ich brauch definitiv Leben. Dein ist Leben. Lol, lol, lol! Alter, ist der behindert im Kopf? Ich versuch den ja hinter den. Ja, ich bin mal 50% Deepball Gunner. 70, 80, 90, 100. Nice. Gunner plant den C4. Achso, und jetzt müssen wir nur überleben, oder was? Okay. Das hab ich auch so verstanden. Okay, das hat jetzt schon mal gut geklappt. Alter, wie ich von dem nicht wegkomme. Jetzt fahr doch. Da vorne ist Leben, nimm dir das. Nein, worauf warten wir denn jetzt hier gerade noch? Da steht Gunner Planting C4, 77%. Ich habe unseren Typen da reingeschleust. Der ist da eingestiegen von unten. Also einfach 90. Durch die Gegend fahren. 100. Bist du jetzt wieder unter denen? Ja, ich weiß es nicht. Aber das ist echt schwierig, weil der so riesengroße Reifen hat. Ich komme nicht unter den, Alter! Musst du denn unter den? Hol dir lieber neben, du... Nee. Oh, scheiße, stirb sonst. Ja, der ist die ganze Zeit dran. Hey, Boss, hol mich ab! Aber ich meine, wir hatten noch irgendwo Leben rumliegen. Jetzt bitte nicht von ganz vorne. Ah, Gott sei Dank. Ja, du musst eine Zeit lang unter dem bleiben, dann geht der Typ da rein und dann musst du ihn nachher wieder abholen. Also. Wow. Krass. Ja, das dumpfe Gefühl frontal ist weniger gute Idee. Wenn er hinter mir her ist, kannst du hinter dem runterfahren, aber schon mal ist er gerade bei dir. Lol, aua. Ja, ich versuche von. Na, Lol, jetzt bin ich unter dem. Was ist er denn jetzt? 60, 70, 80, nein! 70, 80, 90, alles klar, das jetzt müssen wir wieder überleben. Aua. What? Ach, der hat schon wieder mein. Man kann ja echt alles kaputt fahren oder echt eine Menge kaputt fahren. Okay. Wo ist er denn? Ja. Oh lol, ja Sigi, Wie soll ich denn jetzt runterkommen? Ich bin jetzt da drunter. Aber das bringt nichts. Da ist nichts. Du musst da nicht runter, Christian. Stimmt. Ja,
kann ihn jetzt, glaube ich, sprengen. This is going to be so much fun. Also. Ach so, besiegen müssen wir aber immer noch. Okay. Ja, hau du mir mal was an. Ja, Sigi! Das Wort. Ja, was ein Bob, ey. Keine Chance. Jetzt dürfen wir endlich unsere Tochter töten. Juhu! Ja! Oh mein Gott. Ah, der Hubschraubschraub. Ja, den kennen wir auch schon aus dem Multiplayer-Modus. Gar keine schlechte Idee, dass man die nicht freischalten muss für den Multiplayer. Diejenige, die es schaffte. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Kann sein, hier, Continue, habe ich gesagt. The battle was over. I had killed almost everyone. But she was still out there. And Calypso knew where she was hiding. For my prize, I told Calypso to send me where she'd been all these years. Oh, tonight, I'd finally get to cut her. Take me to her now! Your wish is granted. Calypso. Calypso, where's my goddamned prize? Look around, Sweet Tooth. You've been given your prize. That night, when she first encountered you, she was so traumatized. She was so damaged. The hospital just wasn't really working for her. So she checked herself out and made other arrangements. Tolle Idee, deine Pistole auszuliegen zu lassen. She's been dead for 10 years. You can't kill me. Ach, der ist in dem Sarg drin, jetzt zu kill me. I'll find you, Calypso. I'll fucking find you and fucking kill you. You will. Hat er aber ein ganz schön tiefes Loch gebuddelt. Und das Kalypso, das ist der Man. Schon cool gemacht. Ist cool gemacht, ja, aber ist eine total kranke Geschichte. Aber das kann ja kaum der komplette Singleplayer-Modus gewesen sein. Oh, geht nichts ab. Daniel Green. Bin ein Asshole. I've robbed people. Killed people. Hell, some of the ones I killed, I know they didn't have it coming. But I wasn't always like this.
My life, it used to be different. It used to be good. I'd sit up in that beat-up truck of his. Every few days, a brand new town, a brand new stadium. But even with all the fans, all the excitement, it was being in that truck with my dad that I loved the most. He was my idol. And in that get-up of his, I thought he was a damn superhero. Ja, voll. That night I learned the truth. The world don't give a crap about you, so I figured I might as well return the favor. Doesn't take a genius to figure how it all worked out. Come on, motherfucker! God, but please don't. Turns out, I'm the bad guy. But what if that one jump never happened? What if I could go back and warn you? If I die in this contest, I'm fine with that. They'll all welcome it. But if I win, I'm going back to stop him from trying that jump. I'm going back to save his life. And maybe then, my life will turn out different. Das ist eine Motivation, die kann man schon eher unterschreiben, als ich möchte meine Tochter töten. Finde ich nicht. Ja, guck, jetzt kriegen wir nämlich den ganzen Scheiß von ihm durch. So aber ich cool. Würde sagen, nochmal Aufnahmepause angesagt, alles klar. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Twisted Metal mit dem Christian und mir, dem Pete. Und ja, wir machen hier die Geschichte jetzt nicht mehr von Sweet Tooth, sondern von dem anderen. Mr. Grimm. Ach so, perfekt. Und wir machen hier Dual Juggernauts Deathmatch auf diese City. Theoretisch müsste ich jetzt mal den Heli zeigen. Machen wir das doch mal. Und... nehmen wir noch den. Und den Magnum Revolver. Der fand ich nicht so schön. Ich glaube, dann nehme ich Submachine Gun wieder. Reaper Tip. Drag the Chainsaw Special Weapon on the ground by doing a wheelie. Oh ja, das wusste ich schon. Once it is heated up, you will do even more damage if you can line up the shot. Oh, wie macht man denn so ein Wheelie? Geht nur mit dem Moped. Ja, und dann drückst du einfach nach hinten. Dann macht er so einen Mühe. Ach ja, klar, man fährt ja gar nicht, indem man nach vorne drückt. Das vergesse ich irgendwie. Welcome to Diesel City. Its best days are long behind it. Actually reminds me of you, Mr. Grimm. But perhaps there is hope. Ganz schön frech. Destroy two juggernauts before they flood the city with enemies. Zwei? Zwei, alles klar. They won't appear on radar and their spawn rate is dead. Die Autos fahren dagegen. But stay strong. Das interessiert ihn auch gar nicht. Ich hab einen Raketenwerfer hinten drauf. Your chance to change the past begins here. Hammer, jetzt müssen wir gegen die LKWs ran und ich hab ein Motorrad genommen. Das ist ja klug gewesen. Ich hätte nicht die jüngste Ahnung, wie ich nach oben flieg. Du hast den Hubschrauber, nice. Ah, ich hab's doch rausgefunden mit den Sticks. So, auf zu den Juggernauts. Ich komme gar nicht von der Autobahn runter, was ist das denn? Wo ist denn hier meine Ausfahrt? Ich krieg ganz schön auf die Eier.